Ja, herzlichen Dank. Ich darf Sie alle begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem ersten Panel, in dem es um die aktuelle Forschungssituation in Tschechien und der Slowakei gehen soll. Natürlich alles betrachtet aus dem Kontext der aktuellen Pandemie. Zu Beginn meines Studiums hat ein älterer Dozent den banalen, aber wichtigen Hinweis an uns gegeben, dass der Arbeitsplatz des Historikers selbstverständlich die Bibliothek und das Archiv sei. Seitdem ist einiges passiert auf der Welt und glücklicherweise sind ja neue Methoden, neue Möglichkeiten hinzugekommen. Man denke an Computer, Datenbanken etc. Wenn man jetzt auf die jetzige Pandemiesituation, wie wir sie seit einem Jahr haben, schaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die Situation umgekehrt hat. Standard ist eigentlich mittlerweile, dass wir, wenn überhaupt, wenn es eine Arbeitsmöglichkeit gibt, am Computer arbeiten, mit Datenbanken arbeiten und das eigentlich inzwischen glückliche Ausnahmesituationen sind, wenn wir es in eine Bibliothek oder in ein Archiv schaffen. Die Frage ist, wie arbeitet man dann aber als Historiker, als Germanistin, als Slawistin? Wie kommt man an sein Material? Und genau über diese Fragen wollen wir jetzt in der kommenden knappen Stunde sprechen. Es geht um Impressionen zur Forschungssituation in Tschechien und der Slowakei unter Pandemiebedingungen. Wir wollen dabei aber nicht bei einem Klagelied stehen bleiben oder in einem Klagelied enden. Neben diesen Impressionen, neben einem Schildern, wie geht es Ihnen gerade, wie forschen Sie gerade, soll es auch darum gehen, Optionen aufzuzeigen. Also welche digitalen Angebote gibt es eigentlich? Was ändert sich vielleicht aktuell in der Situation? Und welche Perspektiven könnte es zukünftig geben, die womöglich sogar durch diese Pandemie angestoßen werden? Um ein konkretes Beispiel zu nennen, das österreichische Staatsarchiv, hat zum Beispiel jetzt erlaubt, dass, wenn denn das Archiv offen hat, man 6 Archiveinheiten pro Tag bekommen kann, statt bisher 3 Archiveinheiten. Also das heißt, es tut sich etwas, und interessant wird sein, wie das weiter sich entwickeln wird. Ja, wir haben einen runden Tisch vorgesehen, genauer gesagt 2 runde Tische. Wir wollen zuerst mit 4 Teilnehmenden die Situation in der Tschechischen Republik beleuchten in 20, 25 Minuten. Wir werden dann eine kurze Fragerunde haben mit Fragen von Teilnehmenden des Polemistentreffens und werden dann in einem zweiten Panel die Situation in der Slowakei beleuchten. Starten werden wir also in der Tschechischen Republik und ich möchte kurz die 4 Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus Tschechien vorstellen. Das ist zum einen Martin Klečatský vom Masaryk-Institut und Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag. Er arbeitet dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter, beschäftigt sich unter anderem mit moderner tschechischer Geschichte, der Geschichte der öffentlichen Verwaltung und des Parlamentarismus und mit den Tschechen insgesamt in der Habsburger Monarchie. Hinweisen möchte ich nur auf eine neuere Publikation neben zahlreichen anderen von Ihnen veröffentlichten Werken. Und zwar 2017 die Monographie über den tschechischen Minister in Wien im Dienst von Kaiser, Nation und politischer Partei. Mit dabei in unserer Runde ist auch Zdenka Kokoschkova vom Nationalarchiv in Prag. Dort ist sie stellvertretende Direktorin und Leiterin der 3. Abteilung, die sich mit den Beständen zur Zeit nach 1918 beschäftigt. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der Geschichte des Protektorates und der NS-Verfolgung. Sie ist Co-Autorin eines 2019 erschienenen Bandes zur Geschichte der Oberlandräte im Protektorat Böhmen und Mähren und hat darüber hinaus viele weitere Aufsätze zur Thematik der Protektoratsgeschichte und darüber hinaus publiziert. Begrüßen darf ich des Weiteren Václav Peterburg vom Institut für tschechische Literatur der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Er ist an zahlreichen Projekten beteiligt, also wahrscheinlich auch jetzt unmittelbar an der Forschung dran. Er ist sehr gut vernetzt und in diversen Gremien beteiligt. Dazu gehört auch die Mitgliedschaft in der Kurt-Krolopp-Forschungsstelle für deutsch-böhmische Literatur.
Und er ist Leiter des germano-bohemistischen Teams in Prag, eine Arbeitsstelle, die ja vor einiger Zeit auch auf dem Bohemistreffen präsentiert wurde. Und nicht zu vergessen, er ist Mitglied der deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen Historikerkommission. Er hat zahlreiche Publikationen vorgelegt im Feld zwischen Germanistik, Slawistik und Geschichte. Ich möchte als nächstes Martin Kletschatski fragen vom Masaryk-Institut in Prag. Was machen Sie? Wie geht es Ihnen? Und was kann ein Historiker in Tschechien derzeit eigentlich tun? Welche Ressourcen sind für Sie zugänglich? Was können Sie vielleicht auch empfehlen für unseren bohemistischen Kreis? Guten Tag, grüß Gott. Ja, danke vielmals für die Einladung. In meinem Fall muss ich die Situation im Jahr 2020 und im Jahr 2021 unterscheiden, weil im 2020 habe ich an zwei Projekte gearbeitet. Ja, das erste war mein eigenes Projekt über die Lage und die Tätigkeit der Bezirkshauptmänner, das heißt der Staatsbeamten auf der lokalen Ebene in Böhmen, und zwar bei der Habsburger Monarchie und der Tschechoslowakei. Und dieses Projekt habe ich 2019 fertig gemacht, und letztes Jahr habe ich damit verbracht, dass ich die Monographie verfassen musste. Also dieses Jahr für mich war im Zeichen des Schreibens einerseits, und andererseits haben wir auch ein neues Projekt begonnen, die soziale Mobilität der Elitengruppen in Böhmen und in Siebenbürgen einläuten sollte. Mit diesem Projekt hatten wir eigentlich ein Glück, weil die Archivquellen, an die wir uns stützen müssen, sind die Matriken. Und die Matriken, glücklicherweise, sind in der Tschechischen Republik fast völlig digitalisiert. Also auch wenn es dieses Projekt im ersten Jahr war, konnten wir ganz gut fortschreiten. Wir haben eine Database gebildet und haben mit den Matrikeneinträgern ganz problemlos gearbeitet, muss ich sagen. In diesem Jahr hat sich die Situation für mich ein bisschen geändert, weil seit März bin ich Direktorsstellvertreter hier im Masaryk-Institut geworden. Also jetzt kümmere ich mich nicht mehr nur um meine Projekte, aber ich muss auch die Projekte meiner Kollegen koordinieren, und in dieser Position arbeite ich mich jetzt ein, und wir werden sehen, Mitarbeiter des Masaryk-Instituts, muss ich sagen, weil wir eine doppelte Stellen haben. Wir sind eine Forschungseinrichtung, auch ein Archiv. Also als Archiv will ich sagen, dass wir immer bemüht sind, einen Weg zu finden, wie die Archivalien zu forschen, zu den Forschern zugänglich zu machen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht werden wir danach auch noch kurz darauf zu sprechen kommen, was das vielleicht konkret auch bedeuten könnte mit Blick auf Servicemöglichkeiten im Masaryk-Institut. Sie haben jetzt schon digitalisierte Quellen erwähnt, und da würde ich gerne an eine Expertin das Wort übergeben, nämlich an Frau Kokoschkova, die ja, wenn man so will, an der Quelle sitzt, nämlich im Nationalarchiv. Frau Kokoschkova, die Frage an Sie: Zum einen, wie forschen Sie derzeit, aber vor allem,
Was können Sie denn eigentlich in jetziger Zeit anbieten? Gibt es jetzt vielleicht beschleunigte Projekte zur Digitalisierung? Worauf kann die bohemistische Community setzen, wenn es um das Nationalarchiv geht? Also herzliche Grüße aus dem Nationalarchiv in Prag. Heute werde ich als Archivarin sprechen, nicht als Forscher. Ja. Heute möchte ich über die Situation in den tschechischen Archiven, besser im Nationalarchiv sprechen. Also, am Anfang möchte ich sagen, dass wir im Archiv schon von der Hälfte September 20 in Schichten arbeiten, ja, weil die pandemische Situation in der Tschechischen Republik leider nicht einfach ist. Natürlich, unsere Hauptaufgabe ist, der Öffentlichkeit wie möglich zu helfen. Also zurzeit arbeiten wir im Archiv vor allem, also die Kollegen, die amtlichen Anfragen lösen oder die der Recherchen für die Fragesteller vorbereiten und auch die Hilfskräfte, die für die Forscher, die für Forscher oder für andere Interessenten Papierkopien oder Digitalisate vorbereiten. Es ist aber nötig auch zu erinnern, dass wenn die Archivare im sogenannten Homeoffice arbeiten oder bleiben, überweisen die alten Findbücher in die neue Verarbeitungsapplikation, die ProArchiv heißt. Darüber kann ich vielleicht noch später sprechen. Jetzt möchte ich gern die erste Frage von Herrn Dr. Luft besprechen. Also die Möglichkeiten in unserem Lesesaal oder Zutritt ins unseren Archiv. Also normalerweise haben wir in den beiden Lesesälen jede Woche 4 Tage geöffnet. Zurzeit aber im Einklang mit Regierungsverordnung begrenzt ist und für die persönliche Nutzung nur am Montag und am Mittwoch 5 Stunden für höchstens 10 Besucher geöffnet. Das ist wichtig zu sagen. Und dazu möchte ich auch sagen, dass die Kollegen vorbereiten die Archivalien nur in den dringenden Fällen nach der elektronischen Vorbestellung. Ja, das Formular ist erreichbar auf der Startwebseite des Archivs und ist in tschechischen oder auch in englischen Versionen zur Verfügung. Leider muss man ungefähr einen Monat warten, weil die Plätze sind natürlich immer besetzt. Aber das Nationalarchiv annimmt im vollen Umfang die schriftlichen Gesuche um Recherchen oder nur Kopien und so per E-Mail, per Post oder auch telefonisch, wie habe ich früher gesagt. Also das zum ersten meinem Eintritt, ja. Ja, herzlichen Dank für diese Informationen. Das heißt, man kann hier durchaus auf das Nationalarchiv zukommen mit Anfragen, mit der Möglichkeit, Material kopiert oder gescannt zu bekommen. Ja, jetzt möchte ich gerne das Wort weiterreichen an Václav Peterbuk, der ja gewissermaßen auch an der Schnittstelle sitzt, wahrscheinlich gerade selber forschen möchte, aber natürlich auch viel zu tun hat mit Forschungsplanung, strategischen Überlegungen. Václav, vielleicht kannst du uns kurz schildern, erstens, wie geht es dir als Forschendem, aber vielleicht auch, wie kann man in der jetzigen Situation eigentlich zum Beispiel eine germano-bohemistische Forschung weiter betreiben? Worauf achtet ihr da? Welche Quellen wollt ihr nutzen? Vielen Dank für das Wort, Martin. Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, ich grüße Sie auch im Mutationsgebiet Prag. Ich funktioniere
Also wie angedeutet, in unter dreierlei Gestalt. Also als Lehrbeauftragter an der Universität, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und nicht zuletzt als Leiter eines Projekts bzw. Leiter einer Forschungsstelle. Es ist nicht einfach, alle diese drei Angelegenheiten zu koordinieren, sozusagen im Griff zu haben, aber einigermaßen gehe ich weiter mit allen diesen Verpflichtungen, wobei natürlich wichtig ist, dass man eine Unterstützung seitens Bibliotheken, Archive, Arbeitgebern bekommt. Und zwar unser Arbeitsgeber, also meine Hauptarbeitsgeber, also Institut für tschechische Literatur, hat uns sehr früh Homeoffice quasi Pflicht erklärt. Das heißt, wir können vom Hause arbeiten. Das ist eine gute Angelegenheit und eine gute Möglichkeit. Und wir können auch unsere Institutsbibliothek ausnutzen. Das ist für uns sehr wichtig. Zwar im limitierten Maß, aber trotzdem. Unsere Institutsbibliothek hat reiche Buchbestände und Zeitschriftenbestände und die Bibliografie. Zur Bibliografie unseres Institutes gibt es ein Sonderauftreten im Rahmen dieses Bohemistentreffens. Dazu also demnächst. Ja, was Koordination unseres Forschungsvorhabens anbelangt. Also das Germano-Bohemistische Institut arbeitet an einem Projekt über die transkulturelle Literaturgeschichte der böhmischen Länder. Das ist schon komplizierter. Wir führen unsere Diskussionen mit 2-3 Ausnahmen aus frühem Sommer nur, also online, per Zoom oder andere Angelegenheiten. Das ist nicht einfach, aber es ist machbar. Wir müssen uns natürlich konzentrierter vorbereiten, aber es geht einigermaßen. Mit der Forschungsliteratur ist es aber schon ziemlich schwierig, weil die entsprechende Forschungsliteratur in den tschechischen Bibliotheken nicht immer existiert und die meisten Bibliotheken mit einigen Ausnahmen wie unsere Institutsbibliothek sind leider zu. Deshalb sind wir auf die Scans und sozusagen individuellen Bitten angewiesen und es funktioniert nicht immer ganz gut. Ich selber habe sehr gute Erfahrungen mit der wissenschaftlichen Bibliothek in Olmütz, wo ich mehrmals angefragt habe, ob ich eine oder jene Kopie bekommen kann und ich habe es bekommen. Und natürlich als Lehrbeauftragter muss ich meinen Studenten, Studentinnen auch weitere Forschungsliteratur anbieten. Das ist auch nicht ganz einfach. Einiges kann man auf der Plattform Národní digitální knihovna, also alles wird nationalisiert in diesem Sinne. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet Národní, aber gut. Also nationale digitale Bibliothek COVID mit Zugangdaten kann man dort recherchieren und dort gibt es relativ viel, aber nicht ganz alles. Und dazu vielleicht demnächst, wenn wir über den Stand der Digitalisierung sprechen oder sprechen wollen, das ist eine eigene Problematik. Meine eigene Projekte, dazu nur ein Wort, es sind in dieser Zeit leider keine, aber hoffentlich wird es auch bald auch einige geben. Danke. Ja, herzlichen Dank, Václav, für den Einblick in dein Umfeld, in deine Arbeiten. Und wenn man das zusammenfassen möchte, ich denke, da waren jetzt auch schon einige Tipps dabei. Also ich denke, man kann durchaus auch ermutigen, Bibliotheken, Archive direkt anzuschreiben, um zu bitten, ob man vielleicht Scans, Kopien auf diesem Wege auch mal bekommen kann.
und hinweisen kann man selbstverständlich, das hast du jetzt auch dankenswerterweise getan, auf ja schon bestehende Datenbanken, Portale. Man könnte für Tschechien ja auch Camerius erwähnen als ein wichtiges Portal. Also hier gibt es durchaus Möglichkeiten. Also wir sollten nicht nur pessimistisch sein, sondern Zugänge. Jetzt würde ich gerne nach dieser ersten Runde kurz Ulrike Luno fragen, ob es über die Social-Media-Kanäle des Collegium Carolinum Fragen, Kommentare jetzt zur ersten Panelrunde gibt, die wir vielleicht noch kurz dann besprechen sollten. Bisher gibt es noch keine direkten Nachfragen, deswegen können wir auch erstmal weitermachen und dann am Schluss des Panels, würde ich sagen, nochmal sammeln. Aber auch nochmal die Aufforderung bzw. nochmal die Information an alle Zuhörer, an all diejenigen, die zuhören, über dieses F und A unten auf der Leiste können Sie Fragen formulieren und die können wir dann an die Diskutanten hier weiterleiten. Aber damit erstmal wieder vorbei von mir. Ja, dann herzlichen Dank, Ulrike. Und herzlichen Dank zunächst einmal an unsere Teilnehmenden aus Tschechien. Es wäre schön, wenn Sie in der Leitung bleiben könnten. Wir könnten, wenn die Zeit reicht, dann zum Schluss vielleicht noch eine kurze Fragerunde anschließen. Jetzt möchte ich aber zunächst übergehen zu unserem zweiten Panel, gewissermaßen über die Beskiden digital wandern, nämlich zur Forschungssituation in der Slowakei. Und auch hier darf ich eine kleine, aber illustre Runde begrüßen, hier online auf Zoom. Und ich möchte die Teilnehmenden ganz kurz vorstellen. Herzlich willkommen Michael Schwarz vom Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava. Michael Schwarz ist Forscher, der schon zahlreiche Studien zu den deutsch-slowakischen Beziehungen im 20. Jahrhundert vorgelegt hat, zur Geschichte der deutschen Minderheit in der Slowakei und zur Volkstumspolitik des Nationalsozialismus in Ostmittel- und Südosteuropa. Er hat zu diesen Feldern zahlreiche Publikationen vorgelegt, darunter zuletzt, die möchte ich kurz erwähnen, 2019 war er Co-Autor des Bandes Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei und ihre Kontextualisierung. Michael Schwarz ist außerdem seit einiger Zeit Mitglied des Collegium Carolinum und Vorsitzender der slowakischen Sektion der deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen Historikerkommission. Begrüßen möchte ich des Weiteren Susanna Kuzbelova aus Banská Bystrica. Sie ist Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Matěj Bél Universität in Banská Bystrica, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Netzwerkforschung, konkret mit Beziehungen zwischen slowakischen und tschechischen Gelehrten im 19. Jahrhundert. Und das Stichwort Netzwerkforschung lässt schon erahnen, Frau Kuzbelova ist sehr interessiert und arbeitet auch mit digitalen Möglichkeiten und Methoden der Geschichtswissenschaft. Übergeordnet interessiert sie sich für das 19. Jahrhundert als historische Epoche. Und da möchte ich nur kurz ihre jüngste Publikation erwähnen. Vor kurzem erschienen der Aufsatz Die slowakische Frage während der Revolution 1848-49 in der Wiener Zeitung Die Presse. Mit dabei in unserem Panel ist auch Miloslav Szabo vom Lehrstuhl für Germanistik, Niederlandistik und Skandinavistik der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Er beschäftigt sich insbesondere mit deutscher, österreichischer und slowakischer Kultur- und Ideengeschichte, mit der Geschichte des Antisemitismus und dem Holocaust. Auch er hat zu diesen Feldern zahlreiche Publikationen vorgelegt, zuletzt das beachtete Buch über Klerofaschisten, über slowakische Priester 1935 bis 1945. Und last but not least freue ich mich, Juraj Šedivý begrüßen zu können. Juraj Šedivý ist Professor am Lehrstuhl für Archivwesen und historische Hilfswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität. Er ist Experte für mittelalterliche Geschichte, hat zahlreiche Studien vorgelegt. Es gilt als ein Experte für die deutschsprachigen Inschriften im Gebiet der heutigen Slowakei, hat dazu zahlreiche Studien vorgelegt und er ist auch Co-Autor des ersten Bandes zur Pressburger Stadtgeschichte.
Mitglied ist er in zahlreichen Gremien. Ich erwähne nur die Internationale Kommission für Städtegeschichte. Und für unseren heutigen Kontext nicht unwichtig, er ist Initiator des Geschichtsportals der Stadt Bratislava. Dort, das kann ich glaube ich schon verraten, gibt es natürlich auch digitale Möglichkeiten. Starten möchte ich vielleicht mit einer Frage an Miloslav Szabo. Sie arbeiten ja auch im, zum einen in diesem Übergangsbereich von Germanistik und Geschichte, Kulturgeschichte. Und Sie sind ja ein Forscher, der sehr viel auch international schon gearbeitet hat, mit Stipendien, Fellowships im Ausland an verschiedenen Orten. Wie gehen Sie eigentlich in der jetzigen Situation um als Forschender mit diesen Beschränkungen, die wir alle erleben? Und welche Ressourcen haben Sie, auf was können Sie eigentlich zurückgreifen, auf welche Quellen? Dankeschön. Zunächst guten Tag, möchte ich sagen zu allen und mich bedanken für die Einladung, hier sprechen zu können. Danke auch für die Vorstellung. Es ist tatsächlich so, dass ich immer die Grenzen überschreite, nicht nur in einem Sinn des Wortes. Und es ist auch jetzt immer noch so und dadurch entstehen natürlich Schwierigkeiten. Ja? Letztes Jahr hatte ich noch die Möglichkeit, vor allem im Sommer habe ich noch einiges geschafft, auch in diesem grenzüberschreitenden Sinn. Da konnte ich auch nach Wien ins Archiv, in die Bibliothek und zwischen Wien und Bratislava pendeln. Das geht jetzt im Moment nicht. Aber man muss sich irgendwie helfen. Und in meiner neuen oder altneuen Eigenschaft als Germanist, also nicht nur als Historiker, kann ich zum Teil, zum Glück, auf digitalisierte Ressourcen zurückgreifen. Ich bin Mitglied in einem Projekt Erasmus Plus. Da geht es nicht so sehr um die Forschung, da geht es auch um die Lehre und wir erstellen dort digitalisierte Lehrmodule. Und zum Glück kann man zum Beispiel die deutschsprachige Presse in Pressburg, es gibt Portale wie DIFMOL oder auch schließlich auch die Österreichische Nationalbibliothek, wo man mit der Presse arbeiten kann. Ja, also das war jetzt, konnte ich nutzen, auch in schlimmsten Zeiten. Aber mit den Archiven ist es natürlich schon schwieriger und ich bin auch Teil eines Forschungsprojekts, gefördert von der slowakischen Wissenschaftsforschungsagentur. Und dort ist es schwieriger. Da haben wir noch im Herbst, im Dezember war noch das slowakische Nationalarchiv geöffnet, haben wir noch einiges geschafft, aber natürlich, dann müssen wir abrupt die Arbeit unterbrechen. Und jetzt warten wir, bis es wieder besser wird. Ja, also sozusagen das Projekt, das historische Projekt, was wirklich auf Archivarbeit beruht, ist im Moment im so Standby-Modus, würde ich jetzt sagen. Ja? Und dazu kommt, und das war wirklich Pech, oder wie ich das bezeichnen soll, dass wir da auch nicht auf die slowakische historische Presse zurückgreifen konnten, die zum Teil digitalisiert ist im Rahmen der Universitätsbibliothek in Bratislava, aber mehrere Monate lang konnte man nicht mit diesen Quellen arbeiten. Das war natürlich auch nicht gut, aber es geht wieder und ich hoffe, dass das alles nur noch besser werden kann, weil irgendwie müssen wir weitermachen und ja, zum Glück haben wir auch schon vieles alleine digitalisiert, in Archiven fotografiert und damit kann man auch arbeiten. Aber im Moment, es ist nicht einfach. Ja, aber ich will zum Schluss noch ganz, ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch positive, oder wenn man das so bezeichnen kann, Seiten des Ganzen, der ganzen Situation, zum Beispiel was die Popularisierung angeht. Ja, also es wird schon viel, es ist nicht nur wissenschaftlich, es wird auch
Es werden Diskussionen organisiert online. Zum Beispiel das Goethe-Institut macht einiges in Bratislava. Ja? Und wir erreichen dann paradoxerweise auch, denke ich, ab und zu auch Menschen, die wir auf normalem Weg nicht erreichen können. Ja? Und das möchte ich jetzt auch sagen, weil es gibt natürlich auch positive Seiten. Ja, herzlichen Dank, Herr Szabo. In der Tat könnte das ja ein Effekt sein, dass wir neue Möglichkeiten haben, überhaupt unsere Forschungsergebnisse auch in einem breiteren Rahmen zu präsentieren und Zugang dazu zu ermöglichen. Jetzt würde ich gerne das Wort übergeben an Michael Schwarz, ihn ebenfalls fragen. Michael, wie arbeitest du gerade? Wo siehst du Schwierigkeiten, aber vielleicht auch, wo siehst du Chancen in der jetzigen Situation? Und vielleicht noch eine zweite Frage. Euer Institut bietet ja auch Ressourcen de facto schon an. Ich denke da unter anderem an das aus meiner Sicht bisher noch zu wenig bekannte Forum Historie. Vielleicht kannst du das auch ganz kurz erwähnen. Hallo Martin, einen schönen Tag an die Runde. Und danke für die Einladung. Ja, ich konnte in den letzten Jahren ausgiebige Recherchen machen und ich lebe jetzt davon. Viel habe ich auch selber digitalisiert, in Archiven ziemlich viel geforscht. Natürlich ist die Gesamtlage hierzulande seit Herbst 2020 angespannt, in den letzten Wochen sogar dramatisch. Muss ich sagen, die ganze Gesellschaft ist durch Corona-Pandemie und eine umstrittene Corona-Pandemie-Bekämpfungsstrategie der Regierung müde. Und dies alles fand und findet selbstverständlich seinen Niederschlag auch in der Forschung. Ja, wie schon von Kollegen Szabo erwähnt, waren die Archive und Bibliotheken längere Zeit zu. Im Sommer kam es zwar zu gewissen Lockerungen, aber die Benutzungsmöglichkeiten blieben jedoch begrenzt. Zum Beispiel im slowakischen Nationalarchiv könnten auf einmal 5 Personen im Lesesaal arbeiten. Und Ähnliches galt auch für Bibliotheken. Seit Ende November sind die Archive wieder zu und die Bibliotheken sind momentan im sehr eingeschränkten Betrieb. Ja, die Pandemie hat ebenfalls die 2019 und 2020 angefangene Projekte in gewissermaßen negativ beeinflusst. Zugewiesene Finanzmittel könnten also für die Reise, für Recherchenreisen kaum ausgeschöpft und werden und sie dürften letztes Ende nicht ins Jahr 2021 übertragen werden. Zum Teil wurden sie für Publikationszwecke verwendet, zum Teil sind sie leider verloren gegangen. Wie die Finanzierung heuer gelöst wird, ist nach wie vor ungewiss bzw. Offen. Trotzdem haben wir am Institut mehrere größere Projekte, die sich der Problemen der slowakischen und mitteleuropäischen Geschichte befassen, also vom Mittelalter bis zum bis zum Ende des 20. Jahrhunderts gibt es dann auch etliche kleinere Projekte durch sogenannte Vega-Agentur. Aber wie gesagt, sind die Möglichkeiten momentan begrenzt. Zum Beispiel, wir haben ein kleines Projekt über die Deportierung der slowakischen Juden ins Distrikt Lublin und bei diesem Thema sind wir fast ausschließlich an ausländische Archive verwiesen und wir könnten also damit sehr, 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 sehr wenig anfangen. Also zur zweiten Frage. Zum Glück haben wir auch ein eigenes Forum unter dem Namen Forum Historie. Es ist eigentlich eine E-Zeitschrift, die vom Historischen Institut schon mehr als 15 Jahre betreibt.
betrieben worden ist und hat auch mehrere Untersektionen, und einer dieser Untersektionen ist sogenannte E-Bibliothek, wo schon Digitalisate der Publikationen vorhanden sind, die vom Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften herausgegeben worden sind oder auch von anderen Forschungs- und Arbeitsstellen. So, in Kürze. Herzlichen Dank, Michael. Das ist ja schon mal ein erster konkreter Hinweis. So unter Forum Historie findet man im Internet da leicht den Zugang zu dieser Ressource. Wenn wir bei Ressourcen, wenn wir bei Möglichkeiten sind, dann würde ich jetzt gerne noch zu unseren beiden weiteren Gesprächspartnern kommen und mich zunächst an Frau Kuzbelova wenden. Zum einen auch an Sie die Frage als Doktorandin jetzt konkret, wie gehen Sie mit der Situation um, vielleicht auch mit befristeten Optionen, ja, was bedeutet das konkret, wie ist das für Sie? Und zum anderen, können Sie uns vielleicht konkret mal präsentieren, was es in der Slowakei darüber hinaus an Möglichkeiten gibt, jetzt digital an Quellen zu kommen, sei es etwa im Bibliotheksbereich? Meine Damen und Herren, guten Tag aus der Bistrica und vielen Dank für eine Einladung. In Bezug auf meine Dissertation war ich schon letztes Jahr in der Schreibphase, also geschlossene Bibliotheken und Archiven waren nicht so ein großes Problem für mich. Aber ich kann mir vorstellen, dass für diejenigen Doktoranden, die in der Recherche- und Materialbeschaffungsphase sind, letztes Jahr Katastrophe sein konnte. Und ja, ich möchte einen kurzen Überblick über die Situationen der Bibliotheken geben. Slowakische Bibliotheken kommen bei der Digitalisierung voran, aber sehr, sehr, sehr langsam. In der Slowakei gibt es zwei Hauptdigitalisierungsplattformen und das sogenannte DIGDA, auf Deutsch Digitale Bibliothek und Digitales Archiv, das von Slowakischen Nationalbibliothek in Martin bereitgestellt wird, und die Plattform der Universität Bibliothek in Bratislava. Beide Bibliotheken stellen nur frei lizenzierten Texten zur Verfügung in Fernzugriff. Die Plattform DIGDA umfasst ungefähr 500.000 Einheiten, aber ermöglicht einen direkten Zugriff auf rund 20.000 Einheiten. Während der Pandemie ist es der Slowakischen Nationalbibliothek nicht gelungen, mit dem Fernzugriff die Nutzung von den digitalisierten Inhalten zu erweitern. Und die Universitätsbibliothek umfasst ungefähr 90.000 Einheiten, aber sie war ab September bis Dezember unzugänglich. Ziemlich viel slowakische Literatur oder Quellen kann man finden auch auf den ausländischen Plattformen. Ich muss gestehen, dass zum Beispiel die digitale Bibliothek, die Tschechische Nationalbibliothek oder die digitale Zeitung und Zeitschrift der Lesesaal, die österreichische Nationalbibliothek, die letztes Jahr auch geholfen haben. Und wegen der Situationen der Digitalisierung in der Slowakei, die naja, nicht optimal ist, hat sich der Lehrstuhl für Geschichte der Matibel-Universität entschieden, sich auch in der Digitalisierung einzubinden. Im Rahmen eines Projektes konzentriert er sich auf die digitale Aufzeichnung des historischen Gedächtnisses von Banská Bystrica im Rahmen der Plattform PAMAP, über die vielleicht noch Herrn Schedivi sprechen wird. Und das Ziel des zweiten Projektes ist eine automatische Transkription bestimmten Archivgutes. Es geht um die Korrespondenz einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, Josef Miloslav Hurban, um eine Sammlung von Predigten von Isaac Abrahamides Hrochocký, der übrigens in Wittenberg studiert und in Wien gelebt hat.
und um eine kanonische Besuche der Diözese in Banska Bystrica des 18. Jahrhunderts. Und dieses Projekt wird in Kooperation mit der staatlichen Bibliothek in Banska Bystrica realisiert. Ja, herzlichen Dank für diesen Überblick. Und man sieht, bis man wieder aus dem Lesesaal der Nationalbibliothek in Martin auf die Berge der kleinen Fatra schauen kann, gibt es in der Zwischenzeit genügend Möglichkeiten, auch zur slowakischen Geschichte und Kultur zu forschen über digitale Ressourcen. Und wenn wir bei digitalen Ressourcen sind, würde ich gerne noch Juraj Šedivý fragen, wie er die Situation einschätzt. Zum einen ganz konkret als Mittelalterforscher, womit arbeitest du gerade, was kannst du nutzen? Und zum anderen, wir hatten in Vorgesprächen ja schon darüber gesprochen, du möchtest uns gerne auch etwas präsentieren zu digitalen Möglichkeiten im Archivsektor in der Slowakei. Juraj, du hast das Wort. Guten Tag an alle. Also die Arbeit eines Universitätsprofessors besteht wahrscheinlich nicht nur in der Slowakei, sondern auch in Deutschland, besonders auf drei Dingen, und nämlich die Lehre, die Wissenschaft und dann die Organisation von Finanzen für sein Team. Und also im vorigen Jahr, muss ich sagen, in der Lehre hat sich eigentlich nicht sehr viel geändert. Dank den digitalen Plattformen kann ich in Verbindung natürlich mit allen meinen Studenten sein. Also der personelle Kontakt fehlt natürlich ein bisschen, aber also es funktioniert mehr oder weniger problemlos. Sowohl die Vorträge als auch die Seminare oder irgendwelche Konsultationen. Dann das Zweite, die Wissenschaft. Ich bin ein Medievist und Sie kennen es sicher alle, je mehr wir in die Vergangenheit gehen, desto weniger Quellen gibt es und desto mehr digitalisiert sie schon sind. Die mittelalterlichen, ich weiß nicht, Quellen des 13. Jahrhunderts oder 12. Jahrhunderts gehören meistens zu den Zimmelien. Und so ist es auch in der Slowakei. Also auf diesem externen Harddisk neben mir habe ich eigentlich, was das mittelalterliche Pressburg betrifft, sicher 99% sämtlicher Quellen. Und was das Mittelalter in der Slowakei betrifft, vielleicht 60% der Quellen. Also das ist der große Vorteil. Dann das Dritte, die Organisation von Finanzen. Also Universität und Fakultät hat weniger bekommen wegen der Pandemie. Das gilt wahrscheinlich in allen Staaten so. Aber ich mit dem Projekt PAMMAP habe eigentlich größere Subventionen bekommen, auch deswegen, weil wir die digitalen Quellen an die Öffentlichkeit erschließen. Also nun würde ich wahrscheinlich meinen Bildschirm zeigen, weil einmal zu sehen ist besser als 100-mal zu hören. Also über den Zugang zu Literatur hat schon Kollegin Kuzbelova aus Bystrica erzählt. Nun würde ich zu den anderen Gedächtnisinstitutionen etwas erzählen. Also die Museen haben eine zentrale Evidenz, die heißt CEMUS. Leider ist sie nur intern zugänglich. Als Alternative kann man unser Portal PAMMAP benutzen, wo vor allem also Postkarten aus Pressburg und Kaschau insgesamt fast in der Zahl von 8000 zur Verfügung sind. Dann die Galerien sind viel weiter in der Öffentlichkeitsarbeit fortgeschritten. Also es gibt ein zentrales Portal, heißt Webumenia, also Web der Kunst. Und auf dieser Webseite kann man 160.000 verschiedene Kunstwerke, viele davon auch deutsche oder österreichische Provenienz, vor allem aus dem 19. und 20. Jahrhundert sehen, zum Beispiel alte Stadtansichten. Dann, was die Archive betrifft, das ist meine Parkette, da ich vom Lehrstuhl für Archivwesen komme. In der Struktur hat sich nichts geändert. Also es gibt drei Arten von öffentlichen Archiven in der Slowakei, staatliche, spezielle und städtische. Und dann mehrere Arten von privaten Archiven, davon vor allem also kirchliche oder Betriebsarchive. Seit 1. Jänner dieses Jahres ist in Kraft das neue Archivgesetz.
Eigentlich ist nicht sehr viel Neues da drin. Ganz frei sind die Archivdokumente, die 90 Jahre von der Entstehung bei denen übergangen sind. Also jetzt in diesem Jahr sollten die Dokumente ab 1930 frei zugänglich sein. Also jüngere sind nur teilweise zugänglich. Es gibt oder es sollte ein zentrales digitales Archivportal geben. Man hat schon mehrere Jahre daran gearbeitet. Leider, also das Einzige, was man dort bisher lesen kann, ist nur die Liste der Archivfonds. Und auch die ist nur in slowakischer Form. Aber wenn Sie zum Beispiel etwas zum Privatfond oder zu einem Familienfond suchen, dann hier in Keywords kann man natürlich also den Namen geben. Zum Beispiel Josef Kirschbaum war der Chef der Linke Partei während der Kriegsjahre und dann seit 1940 Gesandter des slowakischen Kriegsstaates in der Schweiz. Und dann bekommen Sie Grundinformationen, dass also wo Sie zeitlichen Umfang, dann Umfang des Archivfonds in Laufmetern sehen können und dann, ob er zugänglich ist oder nicht, in diesem Fall leider nicht zugänglich, und dann das zuständige Archiv. Jedenfalls bekommen Sie wenigstens die Hauptinformation, dass das Archivfonds gibt und dass es im slowakischen Nationalarchiv ist. Und Sie können dann natürlich die Leute in Archiven kontaktieren. Der persönliche Zugang, das persönliche Engagement, die Kontakte sind das Wichtigste. Also es ist grundsätzlich so, dass die Archive geschlossen sind, aber man kann immer irgendwelche Ausnahmen machen. Also wenn Sie schreiben, ich arbeite an der und der Sache und brauche es notwendig, könnten Sie mir die und die Seiten einscannen? Meistens ist es so, dass die Kollegen helfen. Als Alternative zu dem zentralen Archivportal, das eigentlich noch nicht funktioniert, kann man mehrere so Privatinitiativen nehmen. Also ich selber initiiert ja dieses Schirmportal Map, wo wir fast 70.000 schon, über 60.000 digitale Einheiten zur Verfügung geben, davon einige auch aus Archiven. Zum Beispiel vom Stadtarchiv Pressburg gibt es fast 7.000 Einheiten, davon ungefähr die Hälfte sind die Fotos vom so Ende 19., erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann ungefähr 4.000 mittelalterliche Urkunden. Dazu kann ich noch später kommen. Und das Wichtigste oder das Wertvollste an dem Archiv, schätze ich, sind die Privatarchive von von einzelnen Familien. Viele davon sind zum Beispiel Karpatendeutsche. Es gibt mehr als 17.000 Einheiten, also Archivdokumente von diesem Privatfonds. Mittelalterliche Urkunden aus slowakischen Archiven in der Menge, ich denke über 20.000, kann man auch auf der internationalen Plattform Monasterium oder Krark sehen. Also das ist zum Beispiel die Plattform PAMMAP, wenn Sie einfach hingeben ins Google PAMMAP, dann bekommen Sie so eine Maske. Sie können nach Archiven suchen oder nach Materialien. Ich habe über Karpatendeutsche erzählt. Also es gibt zum Beispiel eine Sammlung der Hauerländer, wo wir über 400 Einheiten haben. Aber es gibt ungefähr 12.000 Einheiten zu Pressburger deutschen Familien. Hier nur einige, weiß nicht, Berlin oder Falk, Frankl,
Hofer und so weiter. Und dann bekommen Sie, das ist das Ergebnis. Also hier habe ich zum Beispiel Archiv von der Familie Schweighofer gewählt und dann das Jahr 1945. Sie können 8 verschiedene Suchkriterien kombinieren. Also zum Beispiel, ich suche ein Schriftstück von dem Familienfonds XY vom Jahr 1945 zum Thema Zweiter Weltkrieg. Und das Ergebnis ist also dieses. Sie können dann auf das Einzelne klicken und man bekommt entweder also die Archivalie oder in diesem Beispiel zum Beispiel ein Video. Das ganze Material können wir Ihnen zur Verfügung geben, so, damit Sie die Links haben. So sieht also PAMMAP aus. Hier habe ich zum Beispiel Regensburg gewählt. Es gibt 3 mittelalterliche Urkunden aus dem Stadtarchiv, die Regensburg zum Beispiel betreffen. Die Metadaten sind zwar nur auf Slowakisch, leider. Also bei den 60.000 wäre es relativ umständlich, alles in die 3 anderen Fremdsprachen zu übersetzen. Aber wie Sie sehen, also die Medievisten sollten kein Problem haben, weil man kann das Original ohne weiteres lesen. Und die Originale sind entweder in Lateinisch, 60-70% sind auf Lateinisch, oder dann auf Deutsch. Nur wenige Urkunden seit 1430 gibt es auch schon in tschechischen oder slowakisierten Schriftzug. Also das ist das PAMMAP-Portal. Dann viel helfen uns die Kollegen in Ungarn. Es gibt zum Beispiel dieses zentrale Portal für mittelalterliche Urkunden aus dem mittelalterlichen Königreich Ungarn, wo natürlich auch unsere mit dabei sind. Es sind 200.000 Einheiten. Oder zum Beispiel das internationale Portal Monasterium, wo diese 20.000 unsere Urkunden dabei sind. Im Cross-Border Archive, also abgekürzt CRARC, finden Sie dann sämtliche Amtsbücher des Stadtarchivs und des Staatsarchivs. Also Sie können zum Beispiel, das ist das einzelne Digitalisat, es ist, ich denke, ein Steuerregister oder... Aha, nein, es ist ein Sitzungsprotokoll. Also Sie können es einfach bequem von Ihrem Arbeitsplatz oder einfach von zu Hause ohne weiteres lesen. Okay, ja, Juraj, herzlichen Dank für diesen kompakten Einblick in neue Möglichkeiten zur Forschung mit Quellen aus der Slowakei. Und wie man gesehen hat, also dieses Portal PAMMAP hat ja eine transnationale Dimension, wenn man dann am Ende auch in Regensburg landen kann. Vielen Dank also für diesen Einblick. Ich denke, die spannende Frage wird sein, ob das vielleicht jetzt gewissermaßen die Forschung leiten wird in absehbarer Zeit, indem man bewusst auf zugängliche Digitalisate blickt und eben gerade das, was man momentan nicht erreichen kann, etwas aus dem Blick gerät. Mal sehen, was uns die weitere Entwicklung bringen wird. Jetzt erstmal herzlichen Dank an die Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus der Slowakei. Ich würde jetzt ganz kurz noch einmal Ulrike Luno gerne fragen, ob es mittlerweile Fragen oder Kommentare gegeben hat. Es hat Fragen gegeben und auch schon Antworten. Unsere Diskutanten waren fleißig, haben geantwortet. Ich möchte es aber kurz nochmal einfach zusammenfassend referieren zu aller Information. Es wurde zum Beispiel gefragt, ob man, es gibt ja diese Grammerius-Portale, ob es da auch eine Übersicht gibt, weil jede einzelne Bibliothek und die größeren Archive einzelne haben. Hier wurde schon geantwortet, sehr kompetent von Herrn Kletschatzki zum Beispiel, dass es unter www.digitalniknihofna.cz auch eine Übersicht gibt. An alle Teilnehmer, Sie können hier
das auch sehen, wenn Sie auf Fragen und Antworten klicken. Da sind alle Links, die geschrieben wurden, drin. Da können Sie das alles nochmal nachlesen. Ich sehe, hier kommt auch gerade etwas Neues rein. Genau. Es wurde auch noch weitere Hinweise gegeben, zum Beispiel, dass das Prager Zentrum für medievistische Studien auch Literatur zur älteren böhmischen Geschichte und wichtige Periodika digitalisiert hat. Herr Petterbock hat noch ergänzt, dass es unter www.manuskriptorium.cz vieles zu finden gibt. Und jemand aus dem Podium hat noch ergänzt, wie man sich für diese Covid extra freigeschalteten Dinge eigentlich anmelden kann. Auch das finden Sie bei Frage-Antwort. Da können Sie alle das nochmal nachlesen. Das ist aber erstmal soweit alles aus dem Publikum. Insofern. Ja, herzlichen Dank, Ulrike, für die kurze Zusammenfassung. Leider ist die Zeit schon sehr weit vorangeschritten und wir haben leider keine Zeit mehr, anders als erhofft, noch eine zweite kurze Frage- oder Diskussionsrunde einzubauen. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, würde jetzt im Hintergrund schon die Abspannmelodie laufen. Insofern bleibt mir nur, allen Teilnehmern, allen Teilnehmerinnen herzlich zu danken für ihre Statements, für ihre Einblicke in ihre aktuelle Situation, in ihre Forschungen, wie auch in die Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, jetzt auf digitale Ressourcen besonders zuzugreifen, was sich vielleicht Neues tut und tun wird. Vielleicht stehen Sie ja auch weiterhin dann zur Verfügung. Wir werden ja nachher diese Pausensequenzen haben. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, auch individuell von den Zuhörern auf Sie noch zuzukommen mit weiteren Fragen oder Anmerkungen. Insgesamt stimmt mich jetzt das Bild, das wir in der letzten Stunde gezeichnet bekommen haben, optimistisch. Es gibt Wege und Möglichkeiten und das von Juraj Šerdivý vorgestellte Portal, das ist, glaube ich, wirklich wert, mal dort hineinzuklicken. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie wird es weitergehen. Wie es jetzt konkret weitergeht, das wird uns jetzt Ulrike Luno sagen. Nochmal herzlichen Dank an alle Teilnehmer und bleiben Sie dem Bohemisten-Treffen treu.